Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat ein neues Urteil gefällt zur Riester-Rente. Die Riester-Rente wird quasi nochmal sicherer als Altersvorsorge für Riester-Sparer. Was genau hier passiert ist und wie dieses Urteil ausgefallen ist, all das erfährst du im folgenden Video. Ganz viel Spaß dabei! Servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und heute geht es mal wieder um ein BGH-Urteil, sprich ein Urteil des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe, dem ja, höchsten Gericht, das wir hier in Deutschland haben. Und zwar ging es mal wieder um die Riester-Rente. Und ich möchte euch jetzt einfach mal hier kurz erzählen, was da genau passiert ist und was das eben jetzt für Riester-Sparer für Auswirkungen hat. Es ging darum, eine Frau wurde hier quasi mehr oder weniger vor das Gericht, vor dem Bundesgerichtshof gezerrt, weil ein Insolvenzverfahren, ein Privatinsolvenzverfahren gegen diese Frau eingeleitet wurde, schon vor Jahren. Ne? Sowas zieht sich ja dann meist ein bisschen länger. Und ja, einer derjenigen, der quasi hier Geld haben wollte von dieser Dame, wollte halt eben das Guthaben aus dem Riester-Vertrag hier bekommen. Und ja, dieses ja, Vorgehen oder das Ganze ging dann bis hoch vor den Bundesgerichtshof und der hat jetzt dann eben entschieden am 16.11.2017, dass eine Riester-Rente nicht gepfändet werden kann. Unter bestimmten Voraussetzungen. Und zwar die Voraussetzung, die die Bundesrichter hier festgelegt haben, also die Bundesrichter vom, ich glaube, der 9. Senat für Insolvenzrecht, hat das gemacht, haben immer gesagt, in dem Moment, wo der Riester-Vertrag quasi zulagenberechtigt, förderberechtigt ist und diese Zulage beantragt wurde, bevor quasi dieses Insolvenzverfahren eröffnet wird, dann darf nicht an diesen Riester-Vertrag rangegangen werden, dann ist der pfändungssicher. Das heißt für euch als Riester-Rentensparer, wenn dich das betrifft, guck doch mal, dass du hier auch wirklich Zulagen beantragst, dass du die auch bekommst, denn das ist die Grundvoraussetzung, die die Richter jetzt hier festgelegt haben. Die Zulage muss beantragt sein, der muss zu dem Zeitpunkt auch zulagenberechtigt sein, das heißt alle Voraussetzungen müssen da erfüllt sein. Das Geld muss noch nicht geflossen sein, also das muss jetzt wirklich noch nicht im Riester-Vertrag oder so angekommen sein, sondern quasi alle Grundvoraussetzungen, dass das passieren kann, müssen vorliegen. Und dann ist das ganze Ding pfändungssicher, was jetzt hier die Privatinsolvenz angeht. Und das macht das Ganze natürlich nochmal sicherer als Anlage für später mal eine Rente. Wie gesagt, man kann jetzt hier wieder Diskussionen lostreten, wie zu jedem Video, das ich über die Riester-Rente mache. Am Ende muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das ein Produkt ist, das er als Altersvorsorge hernehmen möchte oder nicht. Fakt ist, wenn man jetzt die letzten Jahre mal anschaut und was sich jetzt auch für 2018 ändern wird, habe ich auch nochmal ein Video gemacht, was sich hier bei der Riester-Rente ändert, wird das Ding tatsächlich einfach immer, immer besser. Und deswegen finde ich, ist es schon mal ein Wert, sich das Ganze mal genauer anzugucken, um zu schauen, macht das vielleicht auch für dich, für deinen Partner, für deine Kinder, durch die Zulagen etc. eben Sinn. Das war's schon gewesen für dieses Video. Einfach die wichtige Info, dass ihr das wisst. Ne? Es geht ja immer nur um Wissen. Sachen, die du nicht weißt, die kannst du eben auch nicht anwenden. Und leider schützt aber halt unwissend halt auch nicht vor Strafe. In dem Fall wäre das dann halt eine empfindliche finanzielle Strafe, sage ich jetzt mal, wenn hier auf einmal deine Altersvorsorge gepfändet wird. Genau. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn hier wichtiger Inhalt für dich dabei war, dann sei so lieb, lass dem Video einfach noch einen Daumen hoch da, dafür schon mal danke. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, solches wichtiges Versicherungswissen in Zukunft aber nicht verpassen möchtest, dann lass mir hier einfach noch ein Abo da. Und ja, ich sag danke, dass du wieder mit eingeschaltet hast und wir sehen uns ganz einfach wieder im nächsten Video. Bis dahin, servus und mach's gut. We'll be right back.